Wo ich dann mein kleines Dings gemacht habe und dann hieß es wieder. Raphael als Zeichner ist natürlich besonders spannend, denn auf seiner Grabinschrift steht ja auch, dass die Natur fürchten musste, von ihm als Künstler noch übertroffen zu werden. Und das kommt ganz wunderbar raus in seinen Zeichnungen, wo er in den unterschiedlichsten Medien, also mit Feder und Tinte auf dem Papier, mit dem Rötelstift auf dem Papier, immer danach strebt, die perfekte Form, die Schönheit, die Harmonie zu entwerfen. Ja, Raphael ist nur 37 Jahre alt geworden. Er ist am 6. April, dem Tag, der zufällig auch sein Geburtstag war, angeblich gestorben auch. Das war ein Tag, der auch Karfreitag war. Das hat sicherlich auch zur Mythenbildung beigetragen, denn ein Künstler, der auf der Höhe seines Schaffens im jungen Alter stirbt und auch noch am Karfreitag. Sein richtiger Name war Raffaello Santi. Der italienische Name von Karfreitag ist Venere di Santo. Also all das trägt dazu bei, dass der Mythos Raphael wirklich 500 Jahre und noch weiter nachgewirkt hat. Die anderen Bilder zeigen den direkten Austausch Raphaels mit Druckgrafikern seiner Zeit, mit denen er direkt zusammengearbeitet hat, um zeichnerische Werke in das viel mobilere und weit zu verbreitende Medium der Druckgrafik umzusetzen. Das auch in verschiedenen Techniken. Wir haben hauptsächlich hier Kupferstiche vertreten, aber auch Holzschnitte. Beides Werkformen, die eine Reproduktion, also eine starke Vervielfältigung ermöglichen und somit auch eine große Verbreitung Raphaels zeichnerischen Werkes in die Welt hinaus letztendlich.
fächert sich einfach so schön vor unseren Augen auf, wie vielfältig ein Raphael war. Er hat eine ganz unglaubliche Bilderwelt, ein Bilderuniversum geschaffen, das sich keineswegs auf die religiöse Kunst konzentriert hat.